Okay, du hast dein Leben ein bisschen geändert, dein Privatleben behaltest ist jetzt ein bisschen privater, völlig okay, verstehen wir natürlich. Aber du hast auch gewisse andere Sachen geändert, und zwar mit deinem Arbeitspensum. Du bist jetzt seit diesem Jahr recht abgegangen. Erzähl mal, wieso es zu dieser Veränderung geführt hat. Also zum einen ist es einfach ein bisschen viel geworden alles. Es ist so ein bisschen, ich bin ein bisschen Opfer vom eigenen Erfolg geworden, wenn man so will, was natürlich eigentlich mega schön ist und mega lässig, wenn du irgendwie so überall Leute finden, hey, wir würden mega gerne etwas mit dir machen. Und ich bin auch gefunden, oh ja, das ist auch noch lässig, oh ja, das ist auch noch lässig. Und dann hat es aber doch jetzt mal im letzten Jahr so ein, zwei Momente gegeben, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich recht auspowered. Und habe darum relativ früh schon im Sommer mal ein Gespräch gesucht mit dem Chef bei SRF3 und gesagt, du, wir müssen irgendwie mit dem Pensum etwas machen und konnte dort jetzt um die Hälfte reduzieren. Und die andere Hälfte macht Flo jetzt Mittagssendungen, damit wir nicht so die Doppelbelastungen haben. Irgendwie normal den ganzen Tag ein Radio machen und dann abends noch auftreten, am nächsten Morgen wieder früh aufstehen, ein Radio und wieder auftreten. Das schließt dich dann einfach mit der Zeit irgendwann. Wann hast du gemerkt, dass du etwas ändern musst? Also, wann war dein Low Point, wo du gemerkt hast, so, wow, jetzt mag ich wirklich nicht mehr, jetzt bin ich... Ja, ich glaube, es war schon so ein bisschen im Sommer, wo halt eigentlich alle Künstler so ihre Sommerpause machen, so zwei Monate off sind, viele gehen reisen etc. Und ich habe dann dort ja am Donnerstagabend zugesagt, was natürlich unglaublich geil war. Ich habe aber auch massiv unterschätzt, das war viel mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Okay. Plus der Druck von einer Live-Sendung, wo du weißt, es sind irgendwie einfach 500.000 Leute, die zuschauen und irgendwie 4'000 Leute auf dem Platz, die musst du unterhalten. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, jetzt, ja, bin ich dort ab und zu mal so an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, uff, ich habe so wie eine ständige Müdigkeit in mir rein. Und das haben mir viele Leute dann auch so rundherum gesagt, jetzt musst du langsam bremsen, weil sonst irgendwann klappst du dann ganz zusammen. Und das ist ja auch nicht meine Idee, weil alles, was ich mache, mache ich eigentlich sehr gerne. Aber habe dann definitiv einfach zu viel von dem gemacht, was ich zwar alles gerne gemacht habe. Und wie hast du das gelöst? Eben, indem ich reduziert habe.